Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum Kachelmann-Wetter. Ja, nach der kalten letzten Woche geht es jetzt in den nächsten Tagen mit den Temperaturen doch deutlich berghoch und wir werden vor allen Dingen im Westen und Südwesten des Landes schon mal wieder sommerliche Temperaturen erwarten können. Jetzt schauen wir uns erstmal die Großwetterlage für, ja, ich habe den Montag herausgesucht, an. Da sehen wir eine ausgedehnte Hochdruckzone, die so vom Ostatlantik über Mitteleuropa bis ins südöstliche Europa reicht. Demgegenüber haben wir tiefen Luftdruck über Nord- und Nordosteuropa und entsprechende zugehörige Tiefausläufer werden jetzt noch den Norden des Landes mit vielen Wolken und gebietsweise etwas Regen beeinflussen. Schauen wir uns mal die Karte für den morgigen Sonntag an. Da ist es halt so, dass über Norddeutschland noch mal zeitweise stärkere Wolkenfelder vorüberziehen und es kann so im nördlichen Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu einzelnen Schauern kommen. Die werden nicht allzu kräftig sein und werden auch nicht allzu häufig sein. Aber ab und an ist halt mal ein kurzer Schauer möglich. Dazu bleibt es vor allen Dingen im Bereich der Ostsee relativ windig bis stürmisch. Dort sind auch Böen von 50 bis 60 km/h möglich. Ja, in der Südhälfte dagegen gibt es freundliches, oft sonniges Wetter bei nur wenigen lockeren Wolkenfeldern. Ja, und die Temperaturen gehen halt, wie gesagt, schon etwas bergauf oder berghoch und werden dann im Norden des Landes schon mal 15 bis 18 Grad erreichen. Im Westen und Südwesten sind es dann 20 bis 23 Grad. Schauen wir dann auf die neue Woche. Da geht's dann noch, wird's noch etwas wärmer werden. Verbreitet werden wir dann schon Temperaturen über 20 Grad erreichen. Dazu streift aber dann im Norden des Landes am Montag noch eine Warmfront vorüber. Die bringt viele Wolken. Vor allen Dingen in Schleswig-Holstein und auch in Mecklenburg-Vorpommern kann es ab und zu etwas regnen. Sonst in der Nordhälfte relativ viele Wolken, aber trocken in Richtung Süden. Da ist es weiterhin freundlich bei viel Sonnenschein. Temperaturen dann im Norden oder beziehungsweise im westlichen Niedersachsen auch schon mal bis zu 21 Grad. Im Westen und Südwesten sind es dann 22 bis 25 Grad. Ja, am Dienstag gibt es dann auch im Norden wieder mehr Sonnenschein, nur noch ab und zu vielleicht mal vereinzelt Schauer. Für die meisten bleibt der Donnerstag, Dienstag dann aber trocken bei einer Mischung aus Sonne und Wolken. Im Norden dann so um die 20 Grad, sonst sind es so 22 bis 25 oder 26 Grad. Tja, wie geht's danach weiter? Es kommt wahrscheinlich noch etwas wärmere Luft in den Westen und Südwesten des Landes, also dort immer sommerliche Temperaturen. Der Nordosten ist so ein bisschen außen vor, das hatte Fabian ja gestern auch schon erwähnt. Da kommt etwas kühlere Luft herein, da wird schon schwierig, so die 20 Grad Marke zu erreichen. Ich habe euch dann mal als Beispiel mal die Höchstwerte für den kommenden Donnerstag herausgesucht. Ich verlinke euch diese Höchsttemperaturenkarte auch nochmal in den Infokarten. Tja, was sehen wir da im Westen und Südwesten? Da sind sogar sehr dunkle Farbtöne drin. Dort könnte es sommerliche Temperaturen, eventuell sogar Werte bis an die 30 Grad geben. Wie es genau wird, das werden wir dann in den nächsten Tagen nochmal verfolgen. Dann kann es aber unter Umständen auch so sein, dass dann von Westen her schon etwas feuchtere und kältere oder kühlere Luft herankommt und dann im weiteren Verlauf der Woche auch im Westen erste Schauer und Gewitter möglich sind. Wie es dann genau sich entwickeln wird, da werden wir in den nächsten Tagen dann nochmal drauf schauen. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut und auf Wiedersehen.